Um seine eigene Sicherheit und die des Hundes zu garantieren, sollte der Hundehalter seinen Hund auf Reisen stets an einem sicheren Ort unterbringen. Im Fußraum des Beifahrersitzes liegen viele Hunde während der Fahrt am liebsten. Dieser Platz sollte jedoch eigentlich tabu sein, weil der Hund hier nicht gesichert ist. Im Fall eines Unfalls könnte der Hund so zu einem gefährlichen Geschoss werden. Auch die Rückbank ist ein beliebter Reiseplatz für Hunde. Jedoch muss der vierbeinige Mitfahrer unbedingt angeschnallt sein, damit er im Falle eines Unfalls nicht durch das Wageninnere geschleudert wird. Der Kofferraum ist ein guter und gemütlicher Platz für den Hund. Doch auch hier muss für die Sicherheit des Hundes gesorgt werden. Damit der Hund nicht in den Fahrerraum klettern kann, ist ein Sicherheitsnetz als Abtrennung unbedingt notwendig. Wenn ein Unfall passiert, wird der Hund so nicht durch den Fahrerraum geschleudert. Dadurch schützt der Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Hund, und ein entspanntes Ankommen ist garantiert.